Hallo, meine lieben Freunde des Friedens. Ich freue mich ganz besonders auf einen speziellen Gast heute, den Chris, auch bekannt vom Arbeitskreis NSU mit seinem Blog Fatalist Blog, sehr bekannt. Hallo Chris, Grüße nach Kambodscha. Ja, danke. Schönen guten Abend nach Wien. Wie haben wir es denn so? Wir haben 30 Grad in der Bude, 21 Uhr. Neben mir steht ein Ventilator, ich sitze auf der Couch und eigentlich ist es ganz gemütlich. Jetzt muss ich dich mal fragen, der Fall NSU ist ja bis heute ein heißes Eisen. Wie bist du dazu gekommen, dich dieser Sache anzunehmen? Ich bin dazu gekommen, eigentlich irgendwann ziemlich Ende November 2011, also ich war nicht von Anfang an dabei, also nicht ab 4. November oder so. Ende November irgendwann, und zwar deshalb, weil in diesem Politikforum Net, also das war ist ein großes Diskussionsforum in Deutschland, da gab es einen Strang dazu, der schon 2006 angefangen hatte. Also da ging es um diese sogenannten Dönermorde. Und in dem hatte ich mich aber nicht beteiligt und ich hatte mich damals beschäftigt mit dem Buback-Prozess, Verena Becker, Siegfried Buback, also der Professor Michael Buback, der Prozess lief gerade. Und ich hatte mich sehr intensiv vorher beschäftigt mit dem Oktoberfest-Attentat und hatte da auch so ziemlich alles gelesen, was man dazu lesen konnte. Und habe da dann festgestellt, irgendwann im Laufe des Novembers 2011, dass also beim NSU-Fall viele Dinge ähnlich verworren und undurchsichtig sind, wie sie auch bei dem Dreifachmord Generalbundesanwalt Buback 1977 durch die RAF sind und wie sie auch bei dem Oktoberfestattentat 1980 auf der Münchner Wiesen gewesen sind. Und das hat eigentlich mein Interesse geweckt und so bin ich dazu gekommen. Ja, jetzt habt ihr doch einen Haufen Akten gelegt und ich nehme an, dass es da eine Menge Stress auch gab, ne? Ja. Wobei das ja nun wieder ein paar Jahre später stattgefunden hat. Ne? Also ich habe zunächst, wie alle anderen Leute auch, darüber online diskutiert in diesem Forum und habe dann, was weiß ich, im Laufe der Jahre, 3 Jahre vielleicht, von 2011 bis 2014 vielleicht 8000 Beiträge dazu geschrieben in diesem Forum. Und das meiste waren natürlich Links zu irgendwelchen Medienberichten. Da tagten dann ja auch schon die ersten NSU-Untersuchungsausschüsse im Bundestag und anderswo. Und irgendwann 2014 war ich dann halt nochmal in Deutschland zu Besuch und habe, ich bin ja seit 2010 weg und war zu Besuch und habe dann halt da Kontakte geknüpft und habe dann halt, wie gesagt, einen ganzen Arsch voll Akten bekommen, also BKA-Akten, LKA-Akten, was weiß ich, alles Mögliche, ja, von allen möglichen Landeskriminalämtern, von Heilbronn und was weiß ich, und also Stuttgart und Hamburg, der Mord und also was da so überall die Tatorte waren. Und bin dann am 26. Mai 2014 von Deutschland abgeflogen. Und da lag dann gerade der Ausblabs Heimatschutz. Der war nagelneu an dem Tag erschienen, der lag da rum. Und die 22,90 Euro habe ich aber nicht ausgegeben. Seid ihr ja nicht alleine beim Arbeitskreis. NSU ist ja doch schon eine kleine Gruppe, kann man sagen. Ich habe da eine Doku gesehen, eine der vielen Mainstream-Dokus, und es gibt zwei gute meines Erachtens. Der eine heißt Tod im Wohnmobil, ist ja auf ZDF Info erschienen. Und dann gab es im Dreisat noch eine gute Doku, die hieß NSU-Kampf um die Wahrheit. Und da ist ein Kollege von dir, der dürfte ein Bayer sein, der hat so einen bayerischen Akzent, der da ist in dem... Wie bitte? Das ist ein Österreicher, der Vater ist Österreicher, die Mutter ist Deutsche, der heißt Dr. Siegfried Meyer. Okay. Und der wohnt jetzt beim Karl-Heinz Hoffmann von der ehemaligen Wehrsportgruppe Hoffmann in Schloss. Ah. Und die klären jetzt gerade, und wir haben jetzt gerade einen neuen Blog aufgemacht, der heißt Staatsterror Live. Und die wollen jetzt das Oktoberfest-Attentat endlich aufklären und auch den NSU gleich mit. Die haben also vor 3 Wochen oder sowas mit ihrer neuen Sache da angefangen. Und der Siegfried Meyer, der hat in Berlin gelebt, der hat auch einen deutschen Pass gehabt.
Inzwischen hat er, glaube ich, nur noch einen österreichischen. Hat er, glaube ich, einen deutschen abgegeben. Und den haben sie ziemlich fertig gemacht. Ach so? Weil er auch Akten geleakt hatte, und wenn es auch nur wenige Blatt waren. Und dann hat man ihm gleich das SEK vorbeigeschickt. Und dem Hoffmann natürlich auch in seinem Schloss. Das war 2015 und da ist der Sigi dann ziemlich, sein Leben ist ziemlich zusammengebrochen, also alles weg. Ehe weg, Familie weg, Kinder weg, Beruf weg. Scheiße. Der ist dann aufgefangen worden von anderen Leuten vom Arbeitskreis NSU, die ihm dann eine Wohnung besorgt haben. Da war er dann ein paar Jahre in Dresden. Und jetzt ist er, nahm mal so einigermaßen wieder auf dem Damm. Und ist jetzt beim Hoffmann im Schloss in Aarhus, in Franken ist das ja. Und ich war da, wie gesagt, noch nie. Und ich sollte mal vorbeikommen, bin aber nicht hingefahren. auf jeden Fall anonym nach Deutschland einreisen, nehme ich an, ne? Nein, ich kann nicht mehr anonym nach Deutschland einreisen, weil ich nehme mal an, dass ich einer derjenigen bin, die einen Bundestrojaner auf dem Rechner haben. Ja, du könntest den Rechner ja zu Hause lassen und heimlich einreisen. Ja, genau. Ich könnte zum Beispiel irgendwie einem Bekannten eine Festplatte mitgeben, wo eine verschlüsselte, wo alles drauf ist, was ich später in Deutschland brauche. Oder ich könnte es irgendwo in der Cloud, vielleicht irgendwo in einem Cloud-Speicher beim Schmidt vielleicht irgendwo hochladen, da in Neuseeland oder so. Ja, du könntest dich auch dunkel anmalen und mit der Flüchtlingswelle mitmarschieren, ne? Genau, ich könnte vielleicht auch in Amsterdam landen oder am besten lande ich in Zürich. Dann kann ich in der Schweiz ist neutral, vielleicht komme ich dann da besser weg. Ne? Ja. Also, zurück zu deinem Blog, der ist ja doch einer der wertvollsten, auch wenn ich da persönlich immer wieder mal von dir. Gar nicht. Du bist ja nur auf dem Nebenblock. Du bist ja nur der Böse auf dem Nebenblock. Also beim NSU Leaks Blog hast du gar nichts. Da bist du völlig unbeteiligt, jungfräulich. Völlig unbeleckt, okay? Also ich glaube, dein Name ist heute das allererste Mal auf dem NSU Leaks Blog erschienen, in Ankündigung von diesem Hangout, den wir jetzt hier gerade machen. Aber ich meine, du hast dein Chat auf dem Fatalist-Blog. Genau. Das war eigentlich ursprünglich mal ein Blog, weil da so viele Bücher eingetrudelt sind und dann weil ich dann auch über viele Leute schimpfen wollte. Das durfte ich aber nicht auf dem NSU-Blog machen, weil wenn man im Team ist, kann man sich nicht alles erlauben. Ne? Und ich schimpfe ja immer über den Daniele Ganser, weil der so ein schlechtes Buch über die NATO-Geheimarmeen geschrieben hat. Findest du? Ja, das muss ich nicht finden, das ist objektiv bewiesen, weil er ja die Antifa-Bücher abgeschrieben hat. Also er hat ja das Buch von Tobias von Heimann abgeschrieben, der alleine 115 schwere Fehler zum Oktoberfestattentat in seinem Buch drin hat. Und das hat ja, also die Bombe war kein Feuerlöscher und so weiter. Also es war noch keine Nagelbombe. Also der Ganze hat von Nagelbomben in Feuerlöschern geschrieben. Das ist völliger Blödsinn. Die einzigen Nägel, die es da gab, waren Teile vom Metallpapierkorb. Und es war auch kein Feuerlöscher, es war eine englische Mörsergranate. Und das Kapitel Deutschland Gladio ist so unendlich beschissen vom Daniel Ganser, den wir haben. Wobei 80 Mann vom BND in Deutschland oder 100 Mann auch keine Armee sein können, davon mal abgesehen. Das Italien-Kapitel ist bei ihm wesentlich besser, aber das ist gut. Das hat er gut aufgearbeitet mit Bologna. Manuel, das hat er ja auch nur abgepinnt von den italienischen Berichten und von dieser Doku von dem Frankovic. Das sind ja auch in seinen Quellenangaben. Ich habe ja die Original-Screenshots, die ganzen Seiten vom Ganser, die habe ich alle in dem kleinen Blog, über den wir jetzt gerade reden, drin. Und da kann man ja sehr genau nachlesen, weil das sind einfache Screenshots, also Doppelseiten immer. Ja? Und die kann man sich dann vergrößern durch Anklicken und dann kann man das lesen. Und dann habe ich dazu auch die Fehler notiert. Da gibt es ja auch sogar von linken Autoren diese 150, also diese Ausarbeitung, was alles falsch ist. Also der Heinz Lemke und der Sprengstoff und alles falsch ist, alles blöd. Stimmt. Dazu würde ich sagen, das Gladio-Buch ist zum Teil ein Plagiat. Ja, natürlich. Ja, es ist ein Plagiat. Ich habe auch die Quellenangaben abfotografiert, also die Seiten, wo die Quellenangaben drauf sind, zu dem deutschen Kapitel Gladio zum Beispiel, die habe ich auch alle im Blog. Und da kann man ja ganz genau nachlesen, welche Quellen er angegeben hat. Da ist ja von Heimann, Oktoberfestattentat, Spiegel, Zeit. Und also das sind Mainstream-Quellen. Der Ganser hatte ja keine Akten. Das schreibt er ja auch. Ganser hat ja geschrieben, er hatte keine Akten. Das heißt, er konnte sich nur darauf stützen,
was parlamentarische Kommissionen in verschiedenen Ländern an Untersuchungsberichten gemacht hat. Ja, er hat sich natürlich sehr auf den Andriotti berufen. Ja. Die Kanadier hatten richtig gründlich untersucht, die Deutschen haben gar nichts gemacht. Die Schweizer haben ein bisschen was untersucht und die Belgier haben, glaube ich, die Belgier haben ein bisschen was gemacht. Aber ja, ja, da gab es ja das berühmte Zitat, wo ja der General zum der Verteidigungsminister zum General geht und fragt, haben wir eine Geheimarmee? Der sagt, ja, natürlich, warum weiß ich das nicht? Ja, Sie sind ja nur alle 5 Jahre im Amt, ich bin 20 Jahre hier, Sie müssen nicht alles wissen. Genau das Gleiche ist aber beim NSU auch und da darf man sich auch nicht vertun. Wir haben ja beim NSU die Situation, dass derjenige, der als Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz von 1996 bis 2005 im Amt war, direkt anschließend Kanzleramtsabteilungsleiter für die Geheimdienste geworden ist, dann von 2009 bis 2013 Staatssekretär im Bundesinnenministerium war, also in der Zeit, wo der NSU angeblich aufgeflogen ist. Wahnsinn. Und dann seit 2013 ist er Geheimdienste-Staatssekretär im Kanzleramt bei Angela Merkel. Und das ist der Klaus-Dieter Fritsche, der eigentlich aus dem Büro Günther Beckstein in Bayern kommt. Ja. CSU-Mann. Und das ist von vielen Leuten verdächtig, das sind nicht nur wir alleine, das ist die graue Eminenz der Vertuschungsoperation NSU, sagen wir es mal so. Ja? Also die auf zwei Leichen, die man irgendwie gefunden, präsentiert bekommen, was weiß ich, also irgendwie zwei Tote in einem Wohnmobil. Auf der Geschichte ist dann aufgebaut worden, erst der Polizistenmord, deshalb sind ja dann die Kiesewetter, meinst du, die Kiesewetter. Genau. Und dann ist ja dann eine Woche später waren ja dann auf einmal die Dönermorde mitsamt angeblichen Paulchen Bekennervideo und so weiter und so weiter. Und das ist erst in dieser Woche gewachsen. Das heißt, man hat ja diese Mordwaffe hat man ja erst 5 Tage danach gefunden in dem Schutthaufen in Zwickau, also diese Döner-Cesca, diese Cesca mit Schalldämpfer. Ja, ja. Hat man ja später in einem Schutthaufen außerhalb vom Haus gefunden. Da hat der Elsässer in der Kompakt-Spezialausgabe eine gute Arbeit geleistet. Der hat ziemlich viel gemacht. Ne? Ja. Und wir haben ja die Situation, dass die Art und Weise, wie das Ganze dann über einen Zeitraum von, ich sag mal, 2-3 Monaten verdichtet worden ist, mit immer neuen Indizien und Beweisen. Also mal als Beispiel, man findet jetzt 3 Wochen danach in einem Rucksack, der im Wohnmobil war, 6 Paulchen Panther angebliche Bekennervideos vor. Den hat man aber schon am 5. durchsucht, aber man findet das am 5. November, man findet aber die 6 Videos erst am 1. Dezember. Ja, also wie kann das sein? Das war nicht mit verdichtet. Man hat also das, was man hatte, so lange nachverdichtet, bis die Story in sich einigermaßen stimmig war. Und diese einigermaßen stimmige Story hat man dann Ende 2012, Anfang 2013 als Anklageschrift mit 500 und Seiten dem OLG da in München zugearbeitet. Und das ist ja praktisch dieser NSU-Prozess, von dem wir da jetzt eigentlich reden. Ne? Ja. Na, was ich ja so dubios fand, war ja, als in Eisenach ja das berühmte Wohnmobil mit den beiden Uwes vorgefahren ist, da 3 Stunden angeblich rumgestanden sei, in einer Wohngegend, wo jeder jeden kennt, ja, total irrsinnig, da nach einem Banküberfall Zuflucht zu suchen. Und dann eben angeblich Uwe erschießt Uwe, fackelt das Wohnmobil ab, erschießt dann sich noch selbst. Und dann gab es ja noch einen 3. Schuss und angeblich auch eine 3. Person. Doch da wurde nie nachgegangen. Das Schöne ist ja an der Geschichte, dass die Uwes keinen Ruß in der Lunge hatten. Also beide nicht. Ne? Und der Zweite, der zuerst noch überlebt hat, hätte ja welchen haben müssen. Aber was noch viel schlimmer ist, er hat ja auch keinen gesteigerten Kohlenmonoxidgehalt im Herzblut gehabt. Ja. Also lange bevor du Rußpartikel in die Lunge kriegst, lange vorher, kriegst du schon dieses Kohlenmonoxid von dieser schlechten Verbrennung, wenn du irgendwas anzündest in dein Herzblut. Und das ist ja am 5. November 2011 bei der Obduktion festgestellt worden. Und am 21.11., also das ist ja dann 14 Tage, 16 Tage später, haben Range und Zierke, also der General Zierke, den Bundestagsinnenausschuss angelogen, indem sie gesagt haben, der Mundlos hätte Ruß in der Lunge gehabt.
was er ja nachweislich nicht hatte und was er schon seit dem 5. November klar war. Und das ist dann ja irgendwann aufgeflogen, 2014, nachdem man das ja jahrelang geheim gehalten hat, ist das ja aufgeflogen, sowohl im Erfurter Untersuchungsausschuss am allerletzten Tag, als auch als der Heiderstädter Obduzent beim im OLG in München als Zeuge im Mai 2014 ausgesagt hat. Und da war das ja so, die spannende Reaktion wäre jetzt gewesen, was macht denn ein Herr Aust, was macht ein Herr Labs, was macht eine Frau Rammelsberger von der Süddeutschen, was macht die Oma Friedrichsen, die Gisela Friedrichsen in der Welt? Schreiben die das jetzt? Was schreiben sie in der FAZ? Und ich sage dir, es ist kein Wort dazu geschrieben worden, kein einziges Wort. Alleine die Aktion, wie dieses Wohnmobil, ja, da kam ja der Einsatzleiter, der ja jetzt befördert wurde, ja, der da überall seine DNA-Spuren hinterlassen hat, dann hat man ja bekanntlich... Die man aber nicht gefunden hat. Ja. Man hat von den 18 Außenspuren nur 4 überprüft und man hat also im Wohnmobil auch zum Beispiel am Lenkrad keinen Uwe Böhnert gefunden. Also angeblich war ja der Uwe Böhnert der Fahrer vom Wohnmobil. Den hättest du ja am Schaltknauf finden müssen, den hättest du am Lenkrad finden müssen, ne? Und den haben sie nicht gefunden. Und da, wo der Menzel, der Polizeidirektor Menzel, der da der Einsatzleiter war, der angeblich alles angefasst haben soll, da ist auch kein Menzel gefunden worden. Also es ist so gewesen, dass die versucht haben, in mehreren Runden die Tatortberechtigten zu erfassen, DNA-Proben, Fingerabdrücke von denen zu nehmen. Da haben die 3 Runden für gebraucht und haben trotzdem eine unbekannte weibliche DNA auf einer Waffe drauf gehabt und eine unbekannte männliche DNA auf einer anderen Waffe drauf gehabt. Und es weiß keiner, wer das ist. Und das Schönste an der Geschichte, und da bitte ich jetzt darum, dass einigen Leuten mal klar wird, man soll nicht das nachplappern, was man irgendwo liest. Der wichtige Punkt bei der DNA auf den Waffen ist, es gibt keine DNA auf sämtlichen Patronen in den 8 Waffen im Wohnmobil von den Uwes. Also alle 8 Waffen sind geladen, da sind 200 Patronen drin, insgesamt ungefähr, ja. Und an keiner einzigen ist DNA dran. Aber es gab ja die Feuerwehrmänner an, dass es gar keine Waffen gegeben haben soll im Wohnmobil. Doch, es gab schon Waffen, aber es war nicht so, wie es gesagt wird. Also, die Waffen, die Patronen hätten vom Beladen DNA-Spuren oder Fingerabdrücke haben müssen, von den Uwes hatten aber keine. Die Waffen selber hatten keine Fingerabdrücke, obwohl sich doch der eine den anderen erschossen und sich selber erschossen haben soll, und auch keine Handschuhe getragen hat. Und dann noch nachladen, ja. Hätte Fingerabdrücke irgendwas hinterlassen müssen. Das ist das Zweite. Und das Schöne ist, dass der eine silberne Revolver, der angeblich bei dem Bankraub am Morgen verwendet worden ist, da ist dem Betriebsleiter, dem Filialleiter der Sparkasse eine blutende Platzwunde geschlagen worden mit diesem Revolver, die notärztlich versorgt worden ist vom Notarzt Dr. Schlichter aus Eisenach. Und man hat die DNA dieses Einsatz, also dieses Filialleiter, Stefan Kross heißt der, nicht an dem Revolver gefunden. Man hätte sie aber finden müssen. So. Und das sind so richtig fette Dinger, denen kein Mensch nachgeht, die in keiner Zeitung stehen, die aber eindeutig aus den Akten hervorgehen, aus den geleakten Akten, dass es eben, wie gesagt, diese DNA nicht gibt. Denn wenn es die gegeben hätte, wäre es ja nicht unbekannt. Ja. Man hat also die ganzen Waffen ausgewertet und hat geguckt, welche DNAs man da findet. Ne? Es gab ja Blutspritzer und Hirnspritzer und sonst irgendwas. Man hat also Uwe-DNA auf den Waffen selber schon gefunden. Ja. Aber wie gesagt... Warum wurde dieser... ominösen Hinweis nach einer dritten Person nie nachgegangen. Denn es gab ja... Weil man keine haben wollte. Weil man wahrscheinlich... Es war ja ziemlich viel in der öffentlichen Diskussion auch immer das Thema Vorwissen. Hatte die Polizei in Eisenach Vorwissen nach dem Bankraub in Arnstadt im September, 2 Monate vorher? Da haben nur 15.000 Euro erbeutet, kommen die wieder und dann hatten wir am Wochenende, gegen Wochenende und dann mehr Kräfte bereithalten. Man hat immer so in diese Richtung spekuliert. Aber im Endeffekt ist es so, wenn doch aber die Nachbarn aussagen, dass das Wohnmobil schon um 9:30 wieder da gestanden hat an dem Morgen, also der Bankraub soll um 9:30 gewesen sein, aber das Wohnmobil soll auch schon seit 9:30 da wieder gestanden haben. Wenn da also eine Leichenfuhre abgestellt und irgendwann angezündet worden ist, ja, dann muss man sich ja fragen und das mit dem Klammer auf, Vorwissen, Klammer zu, Gänsefüßchen irgendwie verbinden möchte. Mhm. Und man will unbedingt spekulieren. Da würde man ja sagen, der dritte Mann war natürlich ein Polizist.
Ja, könnte man. Der Uwes hatten ja vier Sorten Schmauch. Die Uwes hatten vier Sorten Waffenschmauch, Munitionsschmauch an ihren Händen, ja? Und laut der offiziellen Geschichte hätten sie ja nur zwei haben dürfen. Sie hätten einmal Schmauch haben müssen von dem Schuss, angeblichen Schuss auf die Polizisten mit dieser Maschinenpistole Platte, die dann klemmte. Und der zweite wäre der Pumpgun-Schmauch von dem Schuss auf den Uwe Böhnhardt. Und dann hatte sich der Mundus ja nach dem Feuermachen selber in den Mund geschossen. Ja? Die hatten aber nicht zwei Sorten Schmauch, die hatten vier Sorten Schmauch. Und eine Sorte ist Polizeimunitionsschmauch. Jetzt frage ich mich, wie kommt denn der Polizeimunitionsschmauch an die Leichen im Wohnmobil ran, wenn doch die gar nicht mit den Polizeiwaffen, die angeblich waren, geschossen haben? Ja. Auch das ist ein Thema, was es nie in die Medien schafft. Genauso wie die Tatsache, dass der Uwe Böhnhardt ja sechs Geschossteile im Kopf hatte, die nicht zu dem Flintenlaufgeschoss der Pumpgun passen. Und dass das BKA hat ja diese sechs Munitionsteile, die am 5. November bei der Obduktion schon gefunden worden sind, an sich genommen. Die haben da angerufen während der Obduktion, von wegen, sie waren erst eine Woche später zuständig, nachdem der Paulchen Panther der DVDs da irgendwo auf, vergiss es. Wir haben die Wortprotokolle von Erfurt, wir haben die Wortprotokolle, die haben das gesagt, die Obduzenten. Da kam ein Anruf vom BKA an die Beamten, die da als Polizeibeamte von der Tatortgruppe des LKA mit dabei waren, ja. Und die haben dann diese sechs Munitionsteile aus Bönhards Kopf mitgenommen. Und 3 Monate später hat das BKA dazu ein Vermerk geschrieben, die wären irrelevant, die wären nicht relevant. Ja, warum sind die nicht relevant? Ja, weil es ja offiziell ein Pumpgun-Selbstmord war. Und in Wahrheit ist es das wahrscheinlich nicht gewesen. Ja, jetzt wurde auch gemunkelt, dass es letzte Bleibe in Zwickau, wo die drei ja untergetaucht waren, die wurde ja massiv videoüberwacht, wo gemunkelt wird, wovor die drei Angst hatten oder vor wem die drei Angst hatten. Hast du da eine Theorie? Ja, die Theorie hätte ich da schon, aber die ist natürlich nicht beweisbar, ne? Also Ja. die fühlten sich mit Sicherheit verfolgt. Die lebten in so einer Art Untergrundleid, heißt es ja immer. Also die waren nicht wirklich im Untergrund, sondern es wussten unheimlich viele Leute, wo die sind. Und im November wohnten sie auf jeden Fall nicht mehr dort, ne? Also wir wissen ja relativ genau, was da passiert ist, weil wir ja die Akten haben. Also die haben ja im Februar 2011 haben die Wohnungsmiete gekürzt um 135 Euro im Monat wegen der Geruchsbelästigung durch das griechische Restaurant, was da unten drunter war und diese Abluftmuster, also irgendwie da in diese Bude reingezogen sein. Und die Tschepe ist wahrscheinlich ausgezogen im Sommer 2011. Und die Uwes haben da sowieso nicht gewohnt, das ist schon klar. Das wissen wir aber schon vom Herrn BKA-Präsidenten Zierke seit 2012. Das stand auch schon 2014 mal im Spiegel, dass nämlich der Wasserverbrauch und der Stromverbrauch und diese ganzen Geschichten niemals für drei Bewohner gepasst haben. Dass Männerschuhe fehlten, dass Männerklamotten fehlten. Es gab fast nur Schäpe-Sachen, ja. Also die haben da gar nicht gewohnt. Deswegen ist das eine Diskussion, die auch wieder eigentlich am Thema vorbeigeht, weil wenn ich da nicht wohne, dann bringe ich auch keine Kameras da an. Es sei denn, ich nutze das als konspirative Wohnung. Und es ist ja so, dass das Ende Oktober 2011, also eine Woche bevor der ganze Showdown da passiert ist, gab es ja gar keine Kameras da dran. Also es gab ja eine Grundstücks, das ist aus der Polizeiakte übrigens. Aus der Polizeiakte geht also ganz klar hervor, das steht auch gerade heute. Heute steht das in der Quatsch, in der Freien Presse aus Chemnitz. Der Jens Eumann hat dazu einen großen Artikel geschrieben, der hat das auch das Foto mit drin. Hab ich gerade gelesen, bevor wir angefangen haben, hier zu erzählen, habe ich das gerade gelesen. Also am 24.10.2011 waren keine Kameras da, weil da ist eine Grundstücksbewertung des Gebäudes durchgeführt worden. Da ist Aha. also ein Gutachten gemacht worden. Und da sind die Kameras nicht da. Das ist Interessant. also die Frage, wer hat denn da Kameras angebaut? Wer fühlte sich da beobachtet? Wer hat sich beschwert, dass da die Bäume beschnitten wurden und so weiter?
Und das war übrigens eine Gutachterin von der Stadt Zwickau, die diese Bewertung durchgeführt hat. Deswegen ist auch der Kriminalbrandmeister Frank Lenk, der das hinterher dann alles aufgearbeitet hat, an diese Fotos so einfach rangekommen. Das war eine gewisse, ich glaube, Frau Monika Martin oder so heißt die, die hat diese Bewertung durchgeführt. Da waren keine Kameras. Also, wer da die Wohnung nutzte, wer am 4. November 2011 da auf dem Computer gesurft hat und nach Verkehrsunfällen in Sachsen am 31.10. gegoogelt hat, wo doch die an der Grenze Hessen-Thüringen waren, also 200 Kilometer weiter im Westen, ja, das weiß keiner. Also meine Theorie wäre, da ist eine konspirative Wohnung betrieben worden, vom Verfassungsschutz oder vom Staatsschutz. In dieser Wohnung sind V-Leute untergebracht worden oder konnten da als Ausweichquartier das nutzen. Und man hat es dann präpariert und nachpräpariert. Man hat es vor allen Dingen in die Luft gesprengt, damit man dann die Verbindung überhaupt kriegen konnte zwischen Eisenach und Zwickau. Wenn die Wohnung nicht in die Luft geflogen wäre, wäre das nie so schnell zusammengekommen. Diese beiden Ereignisse hätten nie so gemeinsam so schnell zusammengefunden, ohne die Explosion. Da hatte der Elsässer übrigens recht, das hat er schon 2012 gesagt. Die Schäpe, also angeblich soll ja Schäpe das Ding in die Luft gejagt haben, keiner weiß wie, nicht mal im Prozess die Gutachter konnten es klären, ja. Da hatten sie ja zwei Gutachter, einen vom Bayerischen Landeskriminalamt und einen von Sachsen, und keiner konnte es klären, ne, wie sie es gemacht hat. Ja. Jetzt hast du die Schäpe schon angesprochen. Warum redet die Frau nicht? Die könnte ja auspacken. Na, ich glaube, sie kann das nicht. Ich glaube, sie ist seit 1996 schon Partnerin der Sicherheitsbehörden und sie ist erpressbar. Also denk mal dran an Verena Becker. Verena Becker, Mordfall Buback, die kleine zierliche Frau auf dem Motorrad. 26 Zeugen haben sie gesehen, beziehungsweise haben eine kleine zierliche Person, wahrscheinlich eine Frau, gesehen. An dem Tag, wo das passiert ist, 1977, war das im Fernsehen. Kleine zierliche Person mit der MP geschossen vom Motorrad hinten auf den Sozius. Und am nächsten Tag war alles weg. Am nächsten Tag waren es drei Männer. Und dann hat die Frau Becker mit der Tatwaffe verhaftet worden in Singen, hat sich dann eine Schießerei mit der Polizei geliefert, mit dem Günther Sonnenberg zusammen, ja. Dann sind die beide verletzt worden. Die Polizei ist auch schwer verletzt worden. Ich glaube, einer hat 6 Kugeln gefangen oder sowas. Dann ist sie angeklagt worden, nicht wegen dem Buback-Mord, sondern nur wegen der Singen-Geschichte. Sie hat lebenslänglich bekommen. Sie hat das kürzeste lebenslänglich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis zur Begnadigung bekommen. Die Begnadigung vom BND, die Begründung, ist bis heute gesperrt, die sie dem Bundespräsidenten wegen der Begnadigungssache gemacht haben, ja. Und der Bommi Baumann, der ist ja vor ein paar Jahren verstorben, der ist ja felsenfest davon überzeugt, dass die gar nicht die Strafe abgesessen hat, sondern die ist hin und her verlegt worden. In Wahrheit hat sie ganz irgendwo, ganz woanders außerhalb des Gefängnisses ihre Haftstrafe zum Teil zumindest verbracht. So alter Uli Hoeneß. Genau. Und so ähnlich wird es bei Frau Schäpe, wird die Frau Schäpe wird einen Deal gehabt haben. Die Frau Schäpe wird einen Deal, das ist meine Spekulation, keine Wahrheit, wir verkünden keine Wahrheiten, aber als Denkanstoß könnte man vielleicht Folgendes sagen: Die Frau Schäpe hat einen Deal gehabt, du übernimmst, hey, not so laut hier, du übernimmst die Brandstiftung in Zwickau auf deine Kosten, du kriegst 15 Jahre, besonders schwerer Fall, die arme Oma gefährdet und so weiter, und dafür kriegst du nicht die Mittäterschaft an den Dönermorgen. So war das vielleicht mal ausbaldowert. Und dann? Ja. Mhm. Würde Sinn machen. Jetzt zu den Dönermorden an sich. Ich glaube bis heute nicht, dass die beiden Uwes da für alle Morde verantwortlich sind. Es gibt ja das berühmte Überwachungsvideo in Köln, wo der mundlos dieses Fahrrad schiebt und kurz danach... Nee, tut er nicht. Tut er nicht. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man aufpassen muss, was man nachplappert. Entschuldige bitte, sei nicht böse. Das LKA im NRW, Nordrhein-Westfalen, hat 2005 ein Gutachten gemacht, aufgrund dieser Videoaufnahmen. Ja. Und zwar, wie gesagt, die Videoaufnahmen sind so beschissen, dass wir die Gesichter nicht erkennen können. Wir können aber genau das vergleichen, die Leute, die da das Fahrrad schieben mit der Bombe und der andere, der das Fahrrad, die Fluchtfahrräder da hinterher schiebt, ja. Wir können die genau vergleichen, weil wir zwei Kameras gehabt, die diesen Vida-Viva-Eingang da beobachtet haben. Ja, von beiden. Dann haben die gesagt, wir kennen andere Leute, die da gestanden und gesessen haben,
Und wir können nachmessen, wie hoch die Stufen sind. Da waren doch 3 Stufen, wo die Leute da gesessen haben und gestanden haben. Ja. Und dann haben die ein Größengutachten gemacht mit einer Genauigkeit von plus minus 0,5 Zentimeter. Und dann haben sie festgestellt, dass die Täter, also die beiden, die das Fahrrad da schieben, ja, oder die Fahrräder da schieben, dass die also mit Schuhen und mit Basecap 1,77 bis 1,78 groß sind. Und Bönhardt ist 1,86. Also komm mir jetzt bitte keiner und erzähle, der Bönhardt hätte da Fluchtfahrräder geschoben. Der Bönhardt hat vielleicht die Bombe gebaut. Meinetwegen. Kann ja sein, weiß ich nicht. Vielleicht hat auch der Mundlos die Bombe gebaut. Vielleicht haben die auch die Bombe bis nach Köln gebracht. Das weiß ich nicht, war nicht dabei. Ja? Vielleicht haben sie die verkauft. Vielleicht haben sie die über einen Mittelsmann und so weiter und so weiter. Nur, der Mundlos war auch 1,80 oder 1,82. Und wenn der dann 1,76 mit Schuhen und Basecap auf dem Video groß sein soll, dann kann das nicht sein. Und die gesamte Diskussion, und vor allem Manuel, das hat man 2011 festgestellt im November, und 2018 reden wir immer noch über diese Scheiße. Das ist alles Desinformation. Das ist alles Verdummung von Menschen, die nicht mitbekommen sollen, was da eigentlich los ist. Ja? Es wäre doch, das Normal wäre doch gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, wir haben jetzt Ende 2011, sage ich mal. Jetzt haben die ganzen alten Akten überprüft. Jetzt haben die das alte Gutachten gefunden, ja, was vom Landeskriminalamt NRW da gemacht worden ist. Ja. Jetzt müsste doch mal ein Journalist mal geschrieben haben, du pass mal auf, die Fingerabdrücke passen nicht, die DNA-Spuren passen nicht, das BKA sagt, die Aufnahmen sind immer noch zu beschissen, um Gesichter zu erkennen, und das LKA NRW sagt, die waren viel kleiner. Und die Kronzeugin, die den mit dem Bombenfahrrad gesehen hat, der ist ihr entgegengekommen, die hat den als Südländer beschrieben, italienisches Aussehen, das ist nicht der blonde Mundlos, entschuldige bitte, ja, italienisches Aussehen, und als sie dann hart auf hart bedrängt wurde, sie möge sich doch für einen entscheiden, hat sie statt Mundlos den Bönhardt identifiziert, auf dem Führerscheinfoto, wo der 16 war. Der war 2004 nicht 16. Und wir beide reden jetzt hier 2018 über diese Desinformationsscheiße, die uns die Antifa Tag aus Tag ein, und der Binninger lacht sich ein und erzählt ihn gleich, also die CDU und die SPD, die wirklich das Ding verbockt haben, die lachen sich ein, weil sie ja darauf so prima aufsetzen können. Weil du die Antifa jetzt erwähnt hast. Weil du die Antifa geblasen jedes Jahr im Kampf gegen rechts. Wo wären die denn ohne der NSU? Ja, weil du die Antifa gerade erwähnt hast, du kennst den Stefan Theiler von unserem Fünfstadt-Talk-Salon, wo du gemeint hast... Den kann ich nicht ertragen, tut mir leid. Egal, aber die Katharina König war in Bern. Ich weiß, die hat einen Spion da. Hat jetzt hier wen da, weil der Stefan wollte nämlich einen Ausschnitt vorspielen von unserer Fünfstadt-Sendung, und der wurde natürlich sofort der Reitschule verwiesen, hat jetzt ein einjähriges Verbot, und er hat auch erzählt, dass die König da mit Leuten von der deutschen Antifa begleitet wurde. Das ist doch, sie ist doch die Chefin von der Antifa. Also sie hat doch sogar einen Antifa-Schläger geheiratet jetzt 2017. Ja? Also, ach so, wirklich? Das habe ich alles im Blog, du musst mal ein bisschen besser lesen. Also der Oliver Preuß, den sie geheiratet hat, ist ein Antifa-Schläger aus Konnewitz, Leipzig-Konnewitz, da wo die richtig heißen da zu Hause sind, die jetzt gerade Silvester die Polizei angegriffen haben. Yeah. Der hat nur ein Sweatshirt. Nein, also auf alle Fälle, die König ist praktisch, sagen wir mal so, wir sagen ja immer Mossad-Kati, das meinen wir aber nicht ganz ernst. Ne? Das ist wie beim Hendra, der sagt ja auch, die zionistische Sippe König. Ne? Ja, also, wegen Lothar König. Wegen da gab es, als die Antifa König, das ist die Chefin der Thüringer Antifa, das ist die Leute, die ihre Prügler losschickt, die Leute verprügeln lässt, angreifen lässt. Das ist genau die, ja. Das ist richtig linksradikale, ganz, ganz schlimm ist. Das darf ich gar nicht sagen, sonst. Ja. Weil auf jeden Fall, Antifa kannst du vergessen, die klären nichts auf. Nee. Zwar in keinem einzigen NSU-Ausschuss, weil die leben vom Rechtsterror. Denen ist der Rechtsterrorismus absolut heilig. Die brauchen den Schuldkult gegen die Deutschen. Das hast du jetzt ja auch bei der Nebenklage-Plädoyers gesehen. Die ganzen türkischen Anwälte, der institutionelle Rassismus gegen die armen Opferfamilien, weißt du,
das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Als sie den Kuba-Sieg, den Kurden, das sind ja fast alles Kurden, die da erschossen worden sind, das weiß ja, ja auch keiner. Ja, immer ja. Nur Türken, nee, Kurden. Es ist ja hier PKK. Es ist der türkische tiefe Staat gegen die kurdischen... Die grauen Wölfe. Genau das, ja. Wie in Paris 2015, wo es die drei Frauen da im PKK-Büro abgeballert haben. Und da haben die Franzosen so einen Schiss gehabt, dass sie froh waren, dass der Angeklagte endlich gestorben ist im Gefängnis, damit sie ja den Prozess im Jahr 2017 nicht öffnen mussten, ja. Das war ja auch MIT-Mann. Das war ja einer, der 6 Jahre lang in Deutschland gelebt hat, ja. Also der ja auch da Verbindungen hatte. Wir haben da türkische Leute, die haben zu 4 Döner-Tatorten, haben die Verbindung. Bei 2 waren sie in der Funkzelle und bei 2 anderen haben sie ihre Kumpels gehabt, ja. Also wenn man sagt, der NSU wäre irgendwo mal bei einer Tat in der Nähe da irgendwo mit dem Handy eingeloggt gewesen, ja. Wir haben da türkische Leute, die sind an 4 Tatorten in Verbindung zu bringen. Bei denen sind Hausdurchsuchungen gemacht worden und dann bricht die Akte ab. Ja, was ist denn da gefunden worden? Also ist eine ganz, ganz heiße Geschichte, die da abgeht. Und dieses Booklet von der Antifa, was die da in Bern da verteilt haben bei den Vorträgen von Herrn König, das haben wir sogar zum Download irgendwo im Blog. Das sind, glaube ich, 60 Seiten. Muss ich mir mal holen, das muss ich mir anschauen. 60 Seiten Märchen sind das. Also kannst du dem Tyler gerne weitergeben. Ja, bitte. Das ist im Vaterlis-Blog oder im anderen Blog? Nein, im NSU-Blog. Ich suche es dir mal raus. Wir haben das von einem bekommen, der sehr intensiv sich mit der Cesca befasst aus der Schweiz, die angeblich keine Cesca aus der Schweiz ist, was wir ja auch glauben. Das ist eine hingetürkte Stasi-Waffe. Und die ist ja, wie gesagt, die ist ja deswegen auch so widerspruchsreif und die ist ja auch nagelneu brüniert und restauriert im Prozess aufgetaucht. Das hat es ja noch nie in Deutschland gegeben, dass also eine Waffe, die verbrechende Mordwaffe in neun Morden angeblich sein soll, nagelneu restauriert und brüniert im Gerichtssaal auftaucht. Also das ist ja irre, ist das. Ja. Und wahrscheinlich auch noch neu beschriftet. Ja, das ist ja das Schönste. Ja. Ich meine, wie gesagt, Manuel, das kann man eigentlich keinem erzählen, wie die Leute sich hier in Deutschland verarschen lassen. Die haben ja die Waffen aus dem Schutt gesiebt in Zwickau in der Woche nach dem 4. November 2011. Das haben ja die Schwaben gemacht. Das haben die Schwaben gemacht aus Stuttgart, ja. Und die haben mit irgendeinem Bereitschaftspolizei, Schülertrupp da, ja. Und dann haben die Waffen da angeblich gefunden und die haben die nicht mal fotografiert. Die haben kein einziges Foto von den Waffen an dem Schutthaufen gemacht, wo sie angeblich gefunden haben. Die haben die alle abtransportiert zur Polizeidirektion und da haben sie dann irgendwann auf den Boden gelegt und da haben sie dann irgendwann mal ein paar Fotos gemacht und diese Fotos sind auch in den Akten drin, ja. Also da kann man alles, und die zuletzt gefundene Waffe, von 11, heißt 4. Das ist Nummer 4. Da sag ich dir auf den Kopf zu, die Waffe ist zweimal gefunden worden. Die ist zweimal gefunden worden. Das ist also einer meiner absoluten Lieblingsstellen in den ganzen NSU-Kasper-Kram, ja. Und wie gesagt, wir haben also so viele Sollbruchstellen, ja, Polizeimunition bei den Leichen von den Uwes, die 6 Munitionsteile im Kopf, die fehlenden DNA-Spuren am Lenkrad und so weiter, aber die fehlenden DNA-Spuren von dem verletzten Filialleiter von dem Revolver, der dann seine Farbe wechselt, aus Silber wurde schwarz. Du hast den Feuerwehrmann angesprochen. Das ist der Feuerwehrmann Frank Nennstiel, der Einsatzleiter damals gewesen, von der Berufsfeuerwehr Eisenach. Und der hat gesagt, er hätte keine großen Waffen gesehen. Er hätte auch keine Waffe auf dem Tisch gesehen und er hätte auch keine Waffe auf dem Herd gesehen. Auf dem Herd soll ja dann so ein kleiner schwarzer Revolver gelegen haben, der diesem Bankraub da in Zwickau 2006 gehört. Und jetzt muss man natürlich immer gucken, wie lange war denn der da nun drin? Die Pumpguns lagen mehr oder weniger unter den Uwes. Die Dienstwaffe, von angebliche Dienstwaffe aus Heilbronn, die lag im Bad, da konnte er gar nicht hingucken. Und die andere lag auf dem Tisch und da war der ganze Schutt draufgefallen, ja. Da konnte er vielleicht auch nicht so genau sehen. Da hat er gesagt, er hätte nach dem Brandherd geguckt, hätte also nach Soar geguckt, hat er mal mit dem Fotoapparat, hat er mal ein paar Klicks gemacht. Aber was er jetzt wirklich gesehen hat und was der nicht gesehen hat und so weiter, was viel schlimmer ist, das ist übrigens auch im Mainstream gelandet, nicht? Also, dass ja 3 Feuerwehrleute gesagt haben,
ja die Leiche vorne, also der Uwe Böhnert, der da auf dem Rücken gelegen und da waren die Tennisschuhe, die Füße guckten da oben unter den Tennisschuhe. Ne? Richtig. Und wenn du dir das die offiziellen Fotos anguckst, da liegt er auf dem Bauch. Ne? Ja, was ich also, nicht verstehe, warum hat man den Feuerwehrmännern sämtliche Fotos löschen lassen? Das ist ja auch absurd. Weil man den Tatort neu arrangieren wollte. Naja, danke. Warum denn sonst? Naja, das sagt ja auch schon alles. Es ist ja auch so, dass die Obduzenten, also die Chefin von der Gerichtsmedizin, die Frau Professor Dr. Else Gittermall und der Dr. Heiderstedt, die waren ja kurz nach eins, also um 12 Uhr ist das Ding gefunden worden, brennt, und kurz nach eins waren die ja schon da, weil die in Eisenach gerade Obduktionen gemacht haben. Und die haben ja die vollständige Amnesie gehabt, die konnten sich dann Jahre später an nichts mehr erinnern. Die hat gesagt, nee, ich war nicht im Wohnmobil, ich habe vielleicht mal um die Ecke geguckt. Und der Wenzel, der hat dann mit ihrem Stock gehabt. Und der Wenzel hat dann gesagt, ja, aber ich habe doch mit einer Hake und dann habe ich doch den Kopf und dann wollte ich ja doch die Pumpgun unter dem Ding zeigen. Und dann der Chef von der KPI Eisenach, der Polizeirat Gubert, der hat gesagt, ja, da war der Dr. Heiderstedt mit einer jungen Staatsanwältin. Der war gar keine Staatsanwältin, das war seine Chefin, die Mall. Die waren im Wohnmobil. Da gibt es drei Zeugen, die sagen, die Mall war mit dem Wenzel im Wohnmobil und die Mall stellt sich hin und sagt, nee, ich war gar nicht im Wohnmobil. Ich kann mich auch gar nicht erinnern. Ich habe auch gar nichts gesehen, ja. Die haben komplett auf Durchzug geschaltet, weil sie sich an nichts erinnern wollte. Das Wortprotokoll ist, glaube ich, 180 Seiten lang. Ja, das ist aus dem Thüringer Ausschuss. Ja, und die haben voll gemauert. Die Abgeordneten haben das denen noch alles durchgehen lassen. Ja, da wird nicht nachgefragt und da wird auch nicht mal gesagt, hier, meine Herren, wir haben auch andere Mittel und Wege, Falschaussagen hier zu bekämpfen. Wir haben auch das Mittel der Beugehaft oder sonst irgendwas. Ja, nichts ist da gemacht worden. Es ist ein reiner Kuschelausschuss gewesen. Und die Antifa, die große Fresse hier. Antifa König, Katharina, die große Fresse. Und die SPD, Dorle Marx, auch immer, ja, die weiß schon, dass sie verarscht werden. Die wissen, dass sie verarscht werden. Aber um der Staatssaison willen haken sie nicht nach. Ne? Du musst dir das mal überlegen. Schönes Beispiel. Da gab es doch dann angeblich die Dienstwaffe von dem Martin Arnold im Badezimmer von dem Wohnmobil. Ne? Das ist die einzige Waffe, die sie noch in Streck da vor dem Abschleppen des Wohnmobils rausgenommen haben wollen, angeblich. Und dann ist da die Tatortgruppe von dem LKA Erfurt, die sind dann also dann da gewesen. Da gibt es einen Oberkommissar Thilo Hoffmann und seine Chefin, was weiß ich. Ne? Und die sind dann da drin gewesen, oder der Hoffmann zumindest. Und dann hat er gesagt, ja, bin dann da rein. Und so ein bisschen so halb über die Leiche drüber, ist alles so eng und dann im Badezimmer und die Waffe, die hätte verrutschen können, deswegen haben wir die rausgenommen als einzige. Und dann hat der dreimal P10 gesagt. P10. Die Dienstwaffe vom Arnold ist aber eine P2000. Das eine ist eine Heckler & Koch P2000, das andere ist eine Walter P10. Und er hat, Moment, und seine eigene Dienstwaffe ist eine P10. Die Thüringer Polizei hat als Dienstwaffe eine P10. Das heißt, der Tatortmann, Generaloberkommissar Thilo Hoffmann von der Tatortgruppe des LKA Erfurt, ist in das Wohnmobil rein. Er selber hat als Dienstwaffe eine P10 und er hat ihnen erzählt, den Ausschussabgeordneten, dreimal, dass er eine P10 aus dem Badezimmer genommen hat, Klammer auf, die Dienstwaffe von der Michael Kiesewetter oder von dem Mali Arnold sind aber Heckler & Koch P2000, Klammer zu. Keine Sau hat nachgefragt. Keine Sau. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Wie beurteilst du denn das? Es kam ja im Jahr 2004 oder 2005 in einer Folge, ich glaube, Tatort als auch die Küstenwache, gab es Szenen. 2001 der Tatort und 2004 die Küstenwache. Richtig, wo ja die Fahndungsfotos von den beiden Uwes aufgetaucht sind. Wie ist das? In dem einen war ein Foto drin und im anderen waren zwei Fotos mit den richtigen Namen. Stimmt, ja. Ja. Wie beurteile ich das? Ja? Ja, es waren angeblich zwei verschiedene Produktionsfirmen und es waren angeblich irgendwelche Produktionsassistenten. Man hat aber nicht nachgeguckt, ob es nicht derselbe Produktionsassistent war, der im Jahr 2001 für Firma A den Tatort mitgemacht hat und vielleicht in Firma 2004 die Küstenwache für Firma B, weiß ich nicht, Produktionsfirma B. Wie beurteile ich das? Durch die Kürze der Einblendung würde ich sagen, das war eine interne Botschaft, die von Wissenden an Geheimdienste gegangen ist. Das war also keine Botschaft für die Zuschauer im Tatort oder der Küstenwache. Sondern ja, die checken das ja gar nicht. Natürlich nicht. Außerdem war es viel zu kurz.
Ja, und die Zschäpe hieß ja dann Barbara Schöneberger, ja. Also ich meine, das war eine Verarschung. Ja, also Zschäpe stimmt, es war wohl das Geburtsdatum, aber der Name stimmte nicht, während dann bei Böhnert und Mundlos die Namen und die Geburtsdaten stimmten. Also das war eine Botschaft, wir wissen, wer eure Leute sind. Das ist die Botschaft. Und die ist gekommen von einem ausländischen Geheimdienst, würde ich jetzt mal sagen, an einen deutschen Geheimdienst. Du meinst jetzt an den bösen israelischen Geheimdienst oder den amerikanischen? Das können wir also halten, das können wir halten wie die Kesselflicker. Warte, wir haben gerade Tonprobleme rausgekommen. Ah, jetzt geht's wieder. Fang doch mal an, bitte. Also beim LKA Berlin ist wohl eine Warnung aufgelaufen von einem ausländischen Geheimpartnerdienst, denn die sollen nicht so viel bekannt geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es um Berlin geht, dass es eher amerikanischer Geheimdienst ist. Ja, es gab ja beim Mordfall Kiesewetter ist ja dann im Stern ein Artikel aufgetaucht, Butter Madre, wonach die CIA angeblich vor Ort gewesen sein soll und ja, das ganze Szenario beobachtet haben will. FBI. Es sollen angeblich zwei FBI-Agenten in Heilbronn gewesen sein und die sollen dann aber danach wieder abgezogen worden sein. Da hat Günter Nübel vom Stern auch die Akten geleakt, die er da wohl schon seit Jahren hatte. Und das halte ich für Desinformation. Also du meinst, die waren gar nicht dort? Die waren vielleicht da im Umfeld, aber die waren nicht da auf der Theresienwiese. Okay. Also bei der Theresienwiese ist es ja so, wenn man sich jetzt mit professionellem Drogenschmuggel befasst, 10 Kilo Heroin aus Kirgisien oder sowas, ja, und dieser kasachischen Russenmafia, das darf man ja nicht vergessen, Tome, die da so immer durch die Medien geistern, ja, diese 14 Zeichnungen, ja, das sind ja alles Russen. Man hat ja zwischendurch versucht, die Leute da zu betrügen, indem man gesagt hatte, das wären die NPD-Mörder, das wäre der Alexander Nightline und die Nelly Rühle und der Matthias Brodbeck von der NPD Baden-Württemberg. Dann war es mal wieder der Tino Brandt, der eine, ja, der Putin war ja auch dabei. In Wahrheit ist es aber so, dass die Zeugen schon 2007 bzw. 2009, es gab also einige Zeugenaussagen, die gleich 2007 ankamen und andere kamen 2 Jahre später, dass die alle Russen gesagt hatten, die wirkten wie Russen. Und das haben ja Thomas Moser und diese anderen Journalisten der linken Seite alle kontinuierlich unterschlagen, dass die Zeugen immer von Russen gesprochen haben. Also die haben im Prinzip ihre Leser für blöd verkauft, als sie da meinten, dieser Krokus-Geschichte von der angeblichen V-Frau Krokus, die da in Irland lebt und so weiter, das ist eine Desinformation vom LKA Stuttgart meiner Meinung nach gewesen oder vom LFV. Also der Nübel hatte ja schon 2010, also vor dem eigentlichen NSU-Ding da, ein Buch mitgeschrieben, das hieß Die Taschenspieler. Und da war ja schon der Mordfall Heilbronn also ganz groß drin. Und da hat er ja auch die Mordwaffen verwechselt. Da hat er also die Mordwaffen der beiden Polizisten, da Kiesewetter und Arnold, verwechselt. Und hat auch noch andere schwere Fehler da drin gemacht. Und hat man weggelenkt von dem wahren Islamisten. Also der Islamist, der wirklich da war, der ja auch Zeuge war, das ist dieser Ahmed Chehade von der Amal-Miliz aus dem Libanon, Europachef. Das ist der Islamist, der wirklich da war. Und den hat man dann ausgetauscht gegen diesen Mevlüt K., der irgendwie die Zünder für die Sauerland-Bomber besorgt haben soll. Ja? Und da ist ja jetzt auch gerade, hat ja der Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg 2, hat ja jetzt gerade die eine Anwältin angezeigt, diese Ricarda Lang, die auch früher mal in so einer Fernsehserie irgendwie so Gerichtsfrau da gespielt haben muss in Deutschland, die hätte da den Informanten nicht preisgegeben, dass angeblich da der Mevlüt K., hätte ihr jemand gesagt, am Rande des Sauerland-Prozesses, der wäre da auf der Theresienwiese gewesen, als der Polizistenmord begangen worden ist. Und diese gleiche Geschichte haben sie dann ja nochmal am 1. Dezember 2011 im Stern aufgewärmt, indem sie dieses Shooting Incident mit den baden-württembergischen bayerischen Verfassungsschützern und der Zivilstreife und dem Right-Wing Operatives, die dich da beschossen hätten, weiter. Meiner Meinung nach ist das eine Desinformation gewesen von anderen. Okay. Wie war das die Personalie Mevlüt K.? Ja, das ist ein Spitzel, ne? Der ist in Ludwigshafen geboren, das ist also ein Deutsch-Türke. Muss wohl ziemlich deutsch-nationaler sein.
und muss wohl irgendwie über den türkischen Geheimdienst, vielleicht Graue Wölfe, türkischer Geheimdienst, irgendwie an die CIA dann letztendlich gekommen sein. Ne? Ja, die haben ja. Die Zünder haben ja wohl nicht funktioniert. Ne? Also die Zünder, die er denen da besorgt haben will, diesen Sauerlandbombern, sollen ja wohl angeblich nicht funktioniert haben. Das erinnert doch sehr an den Peter Urbach 1968, der da die Brandbomben da an die Kommune 1 verteilt hat, damit die da jüdische Gemeindehaus und so weiter anstecken. Kunzelmann und Konsorten, ja, also hier mit dem schönen Erd. Du kennst ja das Foto, wo die alle nackig stehen mit dem Rücken zur Kamera, mit den schönen Weibern. Ja, ja. Obermeier und so. Ja, also da waren ja die Brandbomben, die haben ja auch nicht funktioniert, ja. Also so ähnlich muss es wohl beim Gefühl K damals auch gewesen sein. Also die sollen ja angeblich sogar das Wasserstoffperoxid ausgetauscht haben in dem Ferienhaus, bevor sie die Hops genommen haben. Das heißt, mit dem dünner konzentrierten Wasserstoffperoxid hätten die ja gar keine Bombe mehr bauen können, ja. Ja, also das ist eine Aktion. Diese Sauerland-Geschichte ist sowieso ganz dubios, weil dieses Kaff ist ja wirklich ein Kaff, klein, ja, und da ist ja ein Polizeiaufgebot aufgerückt. Ich glaube, mehr Polizist als Einwohner, und dass das keiner bemerkt, das kann mir ja auch keiner erzählen. Die wussten ja, dass sie observiert werden. Es gibt ja die Berichte dazu, dass die sogar aus dem Auto ausgeflogen sind und dann sind sie zurückgelaufen zu den Verfolgerautos und haben denen auf die Motorhaube geschlagen mit der Fäuste und haben die angeschrien, warum sie die ganze Zeit verfolgen. Also die wussten genau, dass die verfolgt werden. Ja. Also meiner Meinung nach, das sollte, wenn überhaupt, betreutes Bomben werden. Ja. Also wer war das? Der von Bülow, der hat das, glaube ich, betreutes Bomben irgendwann genannt mit den Sauerlandbomben. Das ist eine reine Volksfleck. Also die sind eigentlich bei dir. Bei dir sind die eigentlich richtig aufgehoben. Die sind ja jetzt alle aus dem Gefängnis entlassen. Die sind alle entlassen. Manuel, die müsstest du mal interviewen. Ja, wenn wir mal kümmern. Und wie die alle heißen, die müsstest du mal interviewen. So als ausländischer, unverfänglicher, neutraler Journalist mit einem investigativen Touch. Du kannst die vielleicht mal interviewen. Ist ja vielleicht ganz interessant. Also wie gesagt, ich halte von der Method-K-Geschichte gar nichts. Das ist ja das, was mir der Jürgen Elsässer so übel nimmt, dass ich das von Anfang an für nicht geglaubt habe und immer dagegen geschrieben habe. Das mochte er ja gar nicht leiden. Ne? Und, aber da muss er halt durch. Ne? Da geht's halt. Ich hatte ja gelobt, ich wäre der profundeste Kenner der NSU-Akten überhaupt. Ja, das bist du ja mit Sicherheit auch. Zumindest von denen, von denen man weiß. Es gibt sicherlich welche irgendwo im BKA, die das mit Sicherheit genauso gut oder noch besser wissen. Ja, ja. Aber die sagen nichts. Ja. Schön ist ja, dass wir jetzt im Prinzip so in so einer Situation sind. Der Prozess wird jetzt irgendwann, weiß ich nicht, April, Mai werden die Urteile fallen, 2018, ja. Und denke ich mal, und dann werden wir sehen, was da an Berufungen kommt. Es ist ja noch möglich, dass da die angezweifelt wird, dass da Revision ist, glaube ich, nicht möglich oder sowas. Ich weiß es nicht, bin kein Jurist. Auf jeden Fall wollen welche bis zum Europäischen Menschengerichtshof für Menschenrechte oder sowas gehen, wegen der angeblich nicht erfolgten Aufklärung und so weiter und so weiter. Und es kann also jederzeit die Bombe platzen, dergestalt, dass halt die tatsächlichen Mörder gefunden werden. Wir haben ja 4.000 DNA-Spuren von den 9 Dönermorden. Wir haben 4.000. Ja, über 4.000. Wir haben verschwundene Beweismittel von den Raubüberfällen. Wir haben also Täterhaare, die verschwunden sind. Als man die 2011 überprüfen sollte, waren die Beweismittel verschwunden. Das war wie beim Barschel-Mord. Da ist auch ein Haar verschwunden. Und wir haben ja auch noch die Situation, dass wir bei dem Polizistenmord, da sind ja die Dienstwaffen entwendet worden und da ist ja bei dem einen Holster ist ja brutale Gewalt angewendet worden und da sind ja noch 2011 sind ja noch Ausrüstungsgegenstände der Polizisten, die man erst 2010 wiedergefunden hatte nach 3,5 Jahren, so ein Skandal. Ja. Die sind ja noch aus dem Rennen genommen worden, das heißt, man hat noch Ende 2010, Anfang 2011, aus dem LKA-Labor in Stuttgart Sachen von Martin Arnolds Ausrüstung, die er anhatte, wo das was mit den Dienstwaffenentwendungen zu tun hat, aus dem Rennen genommen, hat die nicht geprobt, weil man da wahrscheinlich Kollegen gefunden hätte. Man hat ja 4 Kollegen auf den Opfern gefunden, die gar nicht da waren, weil sie gar keinen Dienst hatten. Ja. Man hat also auf den Gürteln der beiden Polizisten, also der toten Michel Kiesewetter und dem schwerverletzten Martin Arnold, auf dem Rücken und auf der Hose und so weiter, hat man 4 DNAs von Kollegen gefunden,
die gar nicht da waren, beziehungsweise gar keinen Dienst hatten. Es war ja Urlaubswoche. Und der heiße Bericht, den die LKD Soko Parkplatz dazu geschrieben hat, der ist von, halt dich fest, Ende Juli 2011. Und da bist du vom 4. November nur noch 3 Monate weg. Und wenn ich also jemanden benennen müsste, der da bis zum Hals mit drin steckt, dann ist das die Bereitschaftspolizei Heilbronn oder beziehungsweise die 5. Bereitschaftspolizei Böblingen, wo diese Kiesewetter und Arnold zugehörten. Die haben da vielleicht wirklich schräge Geschäfte mit Drogenhandel gemacht. Die haben vielleicht gewusst und haben da Drogenhandel gedeckt. Da gibt es ja auch diese Einsätze in diesen Diskotheken, wo Kiesewetter angeblich erkannt worden ist, wo sie dann zivil da bei der Russen-Disco wo sie auch mal weg nach Hause verfolgt worden ist, wo sie angeblich Scheingeschäfte in den zivil angekauft, Drogen angekauft hat, wo sie dann später in Uniformen in denselben Gebieten wieder tätig waren. Also es kann durchaus so sein, dass die Chefs von der Bereitschaftspolizei in Heilbronn, also gibt es diesen Thomas Bartelt, der Libyen Gaddafi die Sicherheitstruppen dafür in BND heimlich trainiert hat. Ein Riesenskandal, der ist ja Frührentner geworden, der ist in Berlin, in Siemensstadt, muss ein BND-Mann sein. Und dann gibt es da den Kollegen, diesen, ich glaube, Ries hieß der, Ries, der die Konkurrenzeinheit, sage ich mal, die in derselben Kaserne waren, die müssen da sich gegenseitig stark misstraut und sich gegenseitig stark aufgelauert und vielleicht auch sich gegenseitig sogar gedeckt haben bei irgendwelchen krummen Geschäften. Und da ist nun diese blöde Streife dummerweise irgendwie reingeraten, ja, als da irgendwelche Übergaben irgendwas gewesen ist. Ja. Und was ich sagen wollte, der Georg Lehle von dem Friedensblick-Blog, der hat jetzt ja mit Leuten gesprochen, mit Zeugen, die da mehrere Streifenwagen gesehen haben, unmittelbar vor dem Mord, die es gar nicht gibt offiziell. Es gibt ja Theorien, dass das ganze Gelände observiert. Dann sind die Aussagen von diesen Leuten, sind in den Polizeiakten drin in Heilbronn, ja. Es hat der Georg Lehle die angerufen. Die hat gesagt, nö, das stimmt nicht. Ich habe was ganz anderes gesagt. Natürlich, da stand ein Polizeiauto an einer anderen Stelle und von wegen, ich hätte die Polizisten nicht gesehen. Natürlich habe ich die Polizisten gesehen. Die haben damals schon die Polizeiaussagen, also die Zeugenaussagen, die sie nicht haben wollten, die haben die einfach umgeschrieben. Ja, es gibt ja Gerüchte, wonach das Gelände da, wo die Kiesewetter ums Leben gekommen ist, dass das großflächig observiert wurde. Ja, das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, weil es waren ja 165 Anwesen auf dem Platz. 165 Leute waren da. Die haben einen Volksfest aufgebaut. Das waren fast alle Schriftsteller, Zigeuner mit ihren Wagen und so weiter. Ja, ja. Ja. Und da soll ja auch dieser eine Zigeuner soll ja da aus Serbien, der soll ja den Mord angeblich begangen haben. Da kommen wir jetzt zu, da haben wir das, die nächste Serie, die mir gerade gestern als Rohfassung zugegangen ist. Chico heißt der und den hat ja der Martin Arnold auch 2009 erkannt, als den, der ihn in den Kopf geschossen hat. Und dann ist das Verfahren gegen den eingestellt worden. Und 2010 haben sie zu Martin Arnold gesagt, mal doch mal einen neuen. Und dann ist das Phantombild rausgekommen. Ja, also es ist die totale Verarsche, die da läuft, ja. Und wenn ich einen Mann habe, den der erkannt hat, von dem ich Fotos habe, ja, dann lasse ich doch den kein neues Phantombild malen, ich bitte dich. Ja. Die größte Verarschung fand ich ja das, was in Kassel stattfand, in dem Internetcafé mit dem Temme. Ja, sicher. Der Temme war wahrscheinlich dienstlich da. Ja, ich meine, mir kann doch keiner erzählen, so ein Internetcafé ist klein, er ist dort gesessen, hat gesurft, will den Mord nicht gehört oder gesehen haben, will dann zahlen, sieht die Leute auch nicht. Die anderen vier auch nicht. Da waren 5 Zeugen. Keiner hat 2 Schüsse gehört. Keiner hat den gesehen. Ja, aber der Keiner hat was gerochen. Der eine hat gesagt, es hat tak, tak, tak gemacht. Es waren aber nur 2 Schüsse. Der andere hat gesagt, es hat tak, tak, tak gemacht, als wenn die Tür zugeschlagen wäre. Die beiden Jungs hinten, die Pornos da angeschaut haben, die haben gesagt, es hat einmal Booms gemacht. Keiner hat 2 Schüsse gehört. Dann ist der eine nach hinten durchgerannt, hat gefragt, wo ist denn der Halle? Ich will jetzt bezahlen. Wir sind wieder nach vorne gelaufen. Das war nicht der Termin. Der hat auch keinen liegen sehen. So, also ich will sagen, es lügen wahrscheinlich alle Zeugen. Es lügen wahrscheinlich alle Zeugen, nicht nur der Temme. Und auch hier muss man wieder genau aufpassen. Der Temme war mit Sicherheit dienstlich da.
Der hat nämlich an demselben Morgen einen anderen Informanten in einem anderen Internetcafé getroffen. Und der hat also einen Informanten morgens getroffen im Café X und dann hat er Internetcafé X und hat er am Nachmittag einen anderen getroffen im Café Y. Wen hat er getroffen? Ob das vielleicht ein Joskat war oder ob das einer von den fünf Anwesenden war. Also zwei scheiden meiner Meinung nach aus, das waren Jugendliche. Ja? Aber der Temme hat dann das gemacht, was er machen musste. Der hat wahrscheinlich aufgeräumt, wenn er da am Computer gesessen hat, hat wahrscheinlich die Tastatur noch schön geputzt und die Maus noch schön geputzt, dass sie ihn noch gar nicht finden. Ja? Sie haben ihn ja auch nicht gefunden. Also Fingerabdrücke, DNA auf der Tastatur, auf der Maus etc. Und dann ist er schön gegangen, ohne was groß zu sagen. Und dann hat ihn ja der eine Jugendliche, so ein jugendlicher arabischer Intensivstraftäter, der hat ihn ja auch erst, ich weiß nicht, 7 oder 8 Tage später hat er sich ja angeblich an den Temme erinnert. Vorher ja nicht. Und kein anderer hat sich an den Temme erinnert. Nur der eine und der erst 6 oder 7 Tage später. Also die ganze Story ist meiner Meinung nach getürkt. Ja. Und der Temme hatte diesen rechten Spitzel, diesen Benjamin Gärtner, wahrscheinlich nur vertretungsweise in Beschlag, weil nämlich sein Chef Urlaub hatte und es war Monatsanfang und Monatsanfang wollen die Spitzel immer ihr Geld haben, ja, ihren monatlichen Obolus. Und der Temme hat 5 islamische V-Leute gehabt und da waren graue Wölfe dabei, also Türken, ja. Und der Yozgat ist Kurde und der Yozgat ist 2 Tage vor dem Mord von 3 böse aussehenden Leuten massiv bedroht worden. Deswegen ist auch der Telefonanschluss von den Yozgats richterlich angeordnet überwacht worden, weil man gedacht hatte, die melden sich wieder, weil die Geld wollten. Und das waren Türken, das waren 3 Türken und der Zeuge, der das gesehen hat und der Polizei gesagt hat, ist auch ein Türke. Der kann also beurteilen, ob die Türkisch gesprochen haben oder Deutsch gesprochen haben. Und der Temme war wahrscheinlich dienstlich da, um jemanden zu treffen oder einen Informanten zu treffen. Beziehungsweise Kafe Yozgat war ja 2,5 Jahre vorher, also 2004, 2005, war da eine Albaner-Gang gewesen, die hatten von dem Kafe Yozgat aus Rauschgift vertickt. Und das LKA in Hessen hatte die überwacht und da waren 160 Telefonanrufe aus diesem Kaffee heraus an die Kunden, an die Rauschgiftkunden, ja. Yeah. Und soll das mit dem Yozgat selber nichts zu tun gehabt haben, aber es könnte sein, dass der Yozgat dadurch von der Polizei praktisch von der Drogenabteilung an den Temme, an den Verfassungsschutz abgegeben worden ist als Informant. Und zwar deshalb, weil nämlich da eine Hinterhofmoschee ganz in der Nähe war, die illegal war zu dem Zeitpunkt. Und der Temme hat das auch von der ersten Vernehmung her angegeben. Sein Job war seit Januar 2006, die Hinterhofmoschee im Auge zu behalten. Und das konnte er am besten aus dem Internetcafé machen. Und warum konnte er das machen? Weil die Leute da telefoniert haben über Skype. In der Türkei, in Irak, sonst irgendwas. Ja? Syrien und noch immer, ja. Ja, genau. Ja, genau das, Manuel. Und so. Und dann könnte es ja sein, es ist jetzt eine Spekulation, dann könnte es ja sein, dass der Yozgat für den Temme bestimmte Gespräche aufgezeichnet hat und der Temme dann da mit einer schönen externen Festplatte oder sowas, das gab es damals schon, ins Café gegangen ist. Der hatte einen Schlüssel für die Computer waren hinter in so Schreibtischen eingeschlossen und der Temme hatte einen Schlüssel, das hat er auch gesagt, also beim Bundestagsausschuss schon 2012 gesagt. Es könnte sein, dass der Temme dann dahin ist und hat sich die Daten abgeholt und dann ist der Yozgat auf einmal erschossen gewesen oder halb tot gewesen, als er dahin kam, hat er natürlich gesagt, ich habe nichts gesehen, ich bin wieder raus. Das ist doch klar. Die anderen haben auch nichts gesehen, deshalb ist alles irgendwie ist es alles gemauschelt. Es gibt ja Gerüchte, ich weiß nicht, ob die verifiziert sind, wonach der Temme Schmauchspuren hatte. Ja, hat er ja gehabt, der war ja Schütze und der hatte ja eine Schießjacke, die ist ja auch beschlagnahmt worden und da sind auch Schmauchspuren, das habe ich alles im Block. Die Akten sind alle geleakt. Ja, stimmt, ja. Aber nicht die richtigen. Okay, nicht die richtigen, okay. Also er hatte 4 oder 5 und eine Sorte war auch die zu der Cesca gepasst hätte. Will ich jetzt nicht sagen, weil ich es nicht genau weiß. Also jedenfalls war es nichts Eindeutiges. Der Temme hatte eine Schießjacke oder Schießmantel und hatte Handschuhe und das haben die alles beschlagnahmt und dann, ja, ey Leute,
Den Thema haben sie doch erst 3 Wochen später, sind sie doch erst auf den gekommen. Wir sind doch erst am 20. oder 19., also am 6. war der Mord, ne? 6.4. war der Mord und am 20. und so weiter. Wenn der Temme das gewesen wäre, dann hätte er doch seinen Scheiß in den 3 Wochen oder 2 Wochen lange entsorgt gehabt, Leute. Ja, richtig. Was viel schlimmer, Manuel, was viel schlimmer ist bei der ganzen Geschichte und was auch wiederum keine Sau interessiert, ist doch Folgendes. Der Temme, Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Der Temme, was war mit dem Temme? Seine Hinterhofmoschee ist meiner Meinung nach der entscheidende Ansatzpunkt. Die grüne Jacke, die angeblich der eine Zeuge noch so aus dem Augenwinkel in der Telefonzelle da gesehen haben will, das ist der Hauptverdächtige. Der Iraker, der da vorne beim Yozgat telefoniert hat und der zweimal am Yozgat vorbeigelaufen ist, ohne ihn zu sehen, ja, weil er bezahlen wollte angeblich und so weiter. Der war morgen schon mal da, als der Vater Yozgat da war, wollte dem Vater aber nicht sagen, was er von dem Sohn will. Der ist eigentlich der erste, der oberste Verdächtige. Und das stand ja auch im Spiegel. Man hat die Leute festgenommen, konnte ihnen aber nichts nachweisen und musste sie dann laufen lassen. Die verschwanden in der Türkei und verschwanden in den Irak oder sowas. Und das war ein Iraker aus Mosul. Das war also ein Kurde, ja, der oberste Verdächtige ist. Der auch nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Ja. Und meiner Meinung nach ist das ein Mord gewesen mit Ansage. Ach so, jetzt weiß ich wieder, das was eigentlich wichtig ist. Es ist ja aus dem Obduktionssaal, ist ja dem Yozgat sein Handy geklaut. Also angeblich haben Notarzt und dann hinterher Obduzent, weil die haben angeblich das Handy in der Hose vergessen. Und dann hätte es ein Obduktionsmitarbeiter geklaut. Der hätte es dann irgendwann Wochen später seiner Frau gegeben oder was weiß ich. Dann hat die eine andere SIM-Karte reingesetzt und das Ding ganz normal benutzt, ja. Aber es war alles gelöscht, als sie es dann endlich gefunden hatten, war alles gelöscht. Und warum hat denn Yozgat mit einer fremden SIM-Karte telefoniert? Warum hat der Vater Yozgat mit der SIM-Karte von dem albanischen Rauschgifthändler telefoniert heimlich? Nach dem Mord, ja? Dann ist er losgefahren nach Nordrhein-Westfalen überall rum und hat seine eigene Nachforschung angestellt im Drogenmilieu. Ja? Und heimlich. Und deswegen ist das ja nur aufgeflogen, weil die den Telefonanschluss von ihm zu Hause überwacht hatten, hat er dann bei seiner Tochter oder Frau oder was angerufen zu Hause, er wäre jetzt da in Köln oder was weiß ich irgendwo. Und so ist das nur aufgefallen. Also die Yozgats haben so viel Dreck am Stecken, hunderttausende Mark, deren Herkunft sie nicht erklären können. 4 PKK-Killer sind schon 2001 bei ihm in der Teestube verhaftet worden. 2001 sind beim Yozgat Senior in der Teestube 4 PKK-Killer verhaftet worden. Das war, die hatten eine Waffe 7,65 mm und Munition 6,35, also die beiden Dönermord-Kaliber bei sich. Die sind dann weggesperrt worden, die Namen sind alle im Block, die Akten sind alle da. Und dann war 30 Monate kein Dönermord. Und als der letzte entlassen war, dann ging es in Rostock mit dem 5. Dönermord weiter. Also wir haben so eine riesen Latte an Verdächtigungen gegen die Opfer, die gar nicht aus Bösartigkeit von irgendwelchen Ermittlern oder Vorurteilen oder so, von rassistischen, institutionellem Rassismus und so weiter. Das ist alles Blödsinn. Das heißt aber, entschuldigen, dass ich unterbreche, um es auf den Punkt zu bringen, es spricht jetzt doch einiges dafür, dass es bei zumindest einigen der Morden Rivalität im Rauschgiftmilieu gehen könnte. Richtig. Es könnte gehen um Rivalität im Rauschgiftmilieu, es könnte auch gehen um Ausschaltung von PKK-Finanzierungsstrukturen durch den türkischen Geheimdienst in Verbindung mit den Grauen Wölfen. Würde ja auch Sinn machen, ja. Ja, das steht im Raum. Und es gibt natürlich auch unschuldige Opfer. Es gibt also unschuldige Opfer, die erst bedroht und dann wahrscheinlich liquidiert worden sind, weil sie sich geweigert haben, mitzumachen. So wie die Blumenhändler in Nürnberg, der, glaube ich, das erste Opfer war, ne? Ja, bei dem ist es ja auch so merkwürdig, es war auch ein Kurde, ne? Und das ist auch so ein merkwürdiger, der hat 10.000 Mark bar in der Handtasche gehabt, also in so einer Schlaufentasche, die du so im Handgelenk hast oder sowas, ja. Das hat ja, die haben das Geld ja nicht mitgenommen und ist ja nie irgendwas geraubt worden, ja. Und aber nee, ich meine auch den in Hamburg zum Beispiel, da haben sie dann 2008 haben sie dann den Fahrer identifiziert von dem Mordauto. Ne? Also die sind hingefahren, haben diesen Gemüsehändler da in Hamburg abgeknallt. Ne? Und dann haben sie den 2008 angeblich den Fahrer ermittelt. Ne? Also mit Namen, mit Foto, mit allem drum und dran. Und das ist nie in irgendwelchen Medien gekommen.
2014 haben wir das schon geleakt, ne? Also ich meine, dass es irgendwelche außenpolitische Dinge gab, die nicht rauskommen durften, die außenpolitische Verwicklungen bedeutet hätten. Da hat ja der Eggert hat ja da mal ein ganz großes Pamphlet gemacht, dass der außenpolitische Hintergründe, ja, aber anders als Eggert meint. Ne? Also, aber in die Richtung schon. Also es, man hat wahrscheinlich die Sache schon irgendwann gelöst, aber man durfte sie offiziell nicht auflösen. Und dann hat man hinterher diese Spur in die Schweiz gelegt, zu dieser angeblichen Schweizer Waffe, mit dieser angeblichen Staffette, wie die über fünf oder sechs Personen dann an die Uwes dann nach Jena gekommen ist und wie sie dann, da was weiß ich, die Jena dann gekauft haben, haben sie dann nach Chemnitz gekarrt und dann soll der die ja übergeben haben in so einem Galeria Kaufhof in Chemnitz, aber die ist erst nach dem vierten Mord eröffnet worden. Ne? Das ist also auch schlecht dann, weil die ersten vier Morde ja auch die Uwes gewesen sein sollen, aber ohne Waffe. Ja, also ganz, ganz schwierig alles, ja. Und wir haben einen Haufen Widersprüche, auf die keiner eingeht. Und wir haben jetzt den Staat und die Gesellschaft, also es ist ja die Medienlandschaft und es ist ja der Staat und die Untersuchungsausschüsse, der Prozess, die haben sich ja so festgelegt. Also Mörderurteil hat doch der Bundestag 2011 getroffen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Die haben den Rang und den Zirkel im Bundestagsinnenausschuss gehabt, die haben diese Russlungen-Lügen erzählt, ja, dass der Mundus da Russlungen gehabt hat, obwohl es gleich war, und die das auch wussten. Einen Tag später hat der Bundestag einstimmig diese Resolution gefasst. Jawohl, es war der NSU, der hat die armen Türken, also Kurden ja nicht, waren ja alles nur Türken dann offiziell, Türken abgeschossen und unsere Polizistin ermordet. Und dann hat man ja den Untersuchungsausschuss dann eingesetzt unter Edati, ne? Also hier Knabenpenis, yeah. Edati. Der war auch schön erpressbar, hat man dann eingesetzt und der hat ja dann nur noch die Aufgabenstellung bekommen. Wie haben die das denn geschafft, dass es also heimlich abgegangen ist über die ganze Zeit? Die haben nicht die Aufgabenstellung bekommen, ob die das überhaupt waren. Das sollten die gar nicht prüfen. Da kann man sich also den Einsetzungsbeschluss durchlesen, dann wird einem das klar, dass nie, zu keiner Zeitpunkt, in keinem einzigen NSU-Ausschuss überhaupt die Frage je im Raum gestanden hat, waren die das überhaupt? Das war von vornherein als Wahrheit gesetzt. Ja, das ist so ähnlich wie, das waren drei Männer, die den Buback erschossen haben mit seinen beiden Begleitern. Da war keine Frau Becker dabei. Ja. Klammer auf, weil Frau Becker war ja V-Mann, schon seit 1975, Klammer zu. Und, also Jahre vor dem Mord. Und 1977. Und das war genau das Gleiche. Die WSG Hoffmann, der WSG-Angehörige Gundolf Köhler, hat die Bombe in München gelegt, obwohl sie alle wissen, dass das nicht stimmt. Ne? Und das wissen sie deshalb, weil sie ja ein Handfragment am Tatort gefunden haben, was durch diese Bombenexplosion abgerissen worden ist und was ja serologisch dem Gundolf Köhler nicht zuzuordnen ist oder war. Und dieses Handfragment hat man aber nicht etwa die vier Jahre aufgehoben, bis es DNA-Proben gab, den genetischen Fingerabdruck gab es ab 1984, sondern man hat das Zeug schon 1980 vernichtet. Das heißt, man hat mit Sicherheit gewusst, dass das die Hand eines Mittäters war. Und diesen Mittäter durfte man nicht finden, weil er wahrscheinlich geheimnislichen Hintergrund hatte, egal von wem. Und in Köhlers Auto gab es 48 Zigarettenkippen von 6 verschiedenen Sorten. Und auch die hat man nicht aufgehoben. Die hat man auch schon 1980, 81 entsorgt. Ja. Und natürlich weiß man deshalb nicht, wer seine Mittäter waren. Jetzt habe ich noch eine Frage. Der Mann, der in Kassel im Internetcafé erschossen wurde, weiß man, mit welcher Waffe der erschossen wurde? Jetzt verstehe ich dich nicht. Du meinst jetzt den Joska, den letzten Dönermord? Richtig, ja. Man weiß es schon. Also, wie soll ich das sagen? Man tut so, als ob man es weiß. Also, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber du musst dir die Situation wie folgt vorstellen. Du hast 9 Morde, ja? Ja. Und von den 9 Morden hast du 28 Projektile aus den Toten. Und du hast 9 Hülsen. Ja. Aber von den 9 Hülsen sind 7 von den ersten beiden Morden. Und von den letzten 7 Morden hast du nur 2 Hülsen insgesamt. Von den 28 Projektilen kannst du jetzt sagen, der Lauf ist Meterware. Das war ja angeblich ein verlängerter Lauf mit Schalldämpfer. Ja.
Und ist immer noch, die ist immer noch 130 Dezibel laut. Das BKA hat die ja getestet, hat die ja beschossen. Ne? Und die ist mit Schalldämpfer 130 dBA laut. Ja, so Schalldämpfer sind nicht so leise wie in Hollywood-Filmen. Nein, vor allem der nicht. Vor allen Dingen der nicht. Und, auf jeden Fall ist es so, dass die mit den zwei Hülsen aus den letzten 7 Morden und dem Munitionswechsel nach dem Mord 4, die ersten 4 Morde waren ja 2,5 Jahre, war ja Pause. Die ersten 4 Morde 2000, 2001, das war ja eine PMC-Munition und die anderen 2004 bis 2006 war dann haben sie ja versucht über Aluminiumspuren. Also sie haben Aluminiumspuren auf den Projektilen gefunden ab 2004, weil das messingfarbene Köpfe waren, Projektile. Und da haben sie Aluspuren angeblich von dem Schalldämpfer gefunden, die immer ganz, ganz hauchzarte Andätschungen von dem Projektil, was praktisch durch den Lauf jetzt beschleunigt wird, durch den Schalldämpfer durchhaut und detscht irgendwo am Schalldämpfer an den Alurippen an. Und dann hätte man Aluspuren an den Projektilen in den Opfern gefunden. Und als sie dann die Zwickauer Cesca hatten, was haben sie nicht nachgeguckt beim BKA? Ob der Schalldämpfer innen beschädigt ist. Und das ist alles geleakt, das ist alles im Block, das ist alles BKA-Gutachten, das ist alles unstrittig. Niemand behauptet, dass die Akten falsch sind. Niemand. Zu Anfang hat man versucht, das so zu diskreditieren. Das ist seit Jahren vorbei. Sind ja in zahlreichen NSU-Ausschüssen sind ja sogar unsere Akten eingeführt worden, weil sie keine anderen hatten. Ja? Also in Thüringen zum Beispiel und in Ländle. Also Kati ist immer groß rumgerannt mit unseren Akten vom Wohnmobil, von den Leichen gefunden und so weiter, weil sie ja die anderen Akten gar nicht hatte. Ja. Die waren zwar vom LKA, aber sie hatte nicht. In Sachsen haben sie den Brandkommissar Lenk vernommen und hatten sein Brandgutachten nicht. Das mussten sie dann während der Sitzung vom Server runterladen. So professionell arbeiten die Ausschüsse. Ja, also jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, wir können davon ausgehen, dass von den zig toten Kurden höchstwahrscheinlich nicht einmal einer von den beiden Uwes ermordet wurde. Ich würde das zumindest mal als Gegenthese zur offiziellen These in den Raum stellen, wobei wir die nicht beweisen können. Ne? Also ja. Die können ja die offizielle NSU-Geschichte, wie sie angeklagt ist in München, ist eine Verschwörungstheorie. Ja. Weil es gibt keine Tatortbeweise, es gibt keine Phantombilder, die passen, es gibt nur Phantombilder von irgendwelchen Südländern, es gibt keine Fingerabdrücke an den Tatorten, es gibt keine DNA-Spuren an den Tatorten. Das heißt, die können es nur über Indizien machen, über zum Beispiel gefundene Waffen, ne, die aber erst nach dem Ableben der Uwes aufgetaucht sind. Ja? Und wenn wir jetzt eine Gegenthese formulieren, so wie das ja die Ermittler zwischen 2000 und 2011 getan haben, also es ist eine kriminelle Organisation, steckt hinter diesen Dönermorden. Das ist ja so gewesen, so ist ja das Wort Dönermorde auch überhaupt entstanden, das ist ja ein Medienwort gewesen. Und das haben ja die Polizei hat das ja 11 Jahre lang vertreten, von 2000 bis 2011. Und was wir jetzt machen, ist ja nur, dass wir sagen, was die Akten angeht, was die Beweisaufnahme im Prozess angeht, wo es eben keine Beweise gibt, sieht es so aus, als dass die Polizei eben doch recht gehabt hat. Dass es also eben doch eine kriminelle Organisation war, wo auch Unschuldige erschossen worden sind, die sich geweigert haben, dieser Organisation zu Diensten zu sein. Also, schönes Beispiel. Dann können wir ja auch dann Schluss machen. Aber es gibt ja dieses herrliche Ding, wo die bayerische Polizei in Nürnberg eine Dönerbude über einen V-Mann betrieben hat. Ja, ja. Und dann ist der arme Mann, der da diese Dönerbude für die Polizei betrieben hat, der ist dann bedroht worden. Drogen wollten sie da lagern und Schutzgeld wollten sie erpressen. Der ist massiv bedroht worden. Die mussten diese Pseudo-Dönerbude wieder schließen, weil sie haben Angst gehabt, dass sie den auch noch umnieten. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Nein, Chris, ich bewundere dein Engagement, dass ihr, also du und deine Kollegen und Kolleginnen sich die Mühe machen. Geht das gar nicht. Wie bitte? Alleine geht das gar nicht. Das ist ich sage ja,
dass du und dein Team und die Jungs und Mädels, die da mit dir zusammenarbeiten, ihr macht da ganz wichtige, tolle Aufklärungsarbeit. Ich bin dir auch dankbar, dass du die berühmte Seite von meinem Campus-Akt auf deinem Blog veröffentlicht hast, denn ich bin ja in Wien bedroht worden, wie ich dir erzählt habe. Mir wurde vorgeworfen, der Manu macht jetzt einen Rückzieher, ja, nur ich lebe in der Stadt. Ja, und für dich war es besser, wenn jemand schreibt, du machst einen Rückzieher und gleichzeitig liegt da die Seite. Perfekt, besser geht's doch gar nicht. Ja, darum danke ich dir, dass du das geleakt hast, wo man den Kröll mit dem Oberbürgermeister in Verbindung bringt. Ja. Weil dieser, sollte da zufällig irgendwann mehr an solchen Akten auftauchen, also ich liege die eiskalt. Ne? Ja, ich lasse dir da noch einiges zukommen. Aber jetzt lass uns mal unsere Doku machen. Das hört sich gut an. Manuel, ich danke dir auch. Du bist der Erste, der genug Eier hatte, sich mal mit dem bösen Fatalist persönlich hinzusetzen, um mal zu sehen, dass der böse Fatalist vielleicht ein Lästermaul ist, aber eigentlich schon weiß, von was er redet. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wie beurteilst du denn aktuell die alternativen Medien? Ja, nicht sehr positiv. Ich bin ja ein großer Fan von Hendra jetzt geworden, den kannte ich ja gar nicht. Das mit den Mahnwachen ist ja an mir komplett vorbeigegangen. Ich kannte auch keinen Hüller und so weiter aus den Jahren 2014 oder einen ORAK oder sowas. Ich habe mich da eigentlich nur mit befasst, so wenn man jetzt wie ich sehr viele Akten liest und sehr viele trockene Materie sich durcharbeiten muss, ja, da muss man was als Ausgleich haben. Da muss man sich auch mal mit Dingen beschäftigen, wo man sich amüsieren kann. Und so bin ich halt an diese Hangout-Szene und auch an diese alternativen Medien gekommen. Und ich muss sagen, was die alternativen Medien angeht, wie gesagt, sie sind sehr, sehr, sehr durchwachsen. Sie sind zum Teil nicht seriös, nicht ernst zu nehmen. Das gilt vor allen Dingen, wie gesagt, für die Esoterik-Fraktionen wie diesen Magand und den Joe Conrad und Kulturstudio Boris Laugstermann. Das sind für mich... Also Call-In-Sendung vom Kulturstudio, das sind echte Show-Einlagen, das sind Glanzeinlagen der Satire, da kann man so viel Bekloppte sehen, wie sonst selten kaum, ja. KFM ist seriöser, Daniele Ganser ist seriöser, ich mag seine Vorträge, aber es ist halt immer dieselbe Nummer, es ist immer dieselbe Platte, man hat das alles schon mal gehört, ja. Und so gut, und da immer der Gegenpunkt fehlt. Ich gucke mir auch KenFM-Positionen nicht mehr an. Es gibt keine Gegenmeinung. Richtig. Die sind sich ja immer in allem. Und wenn der Daniele Ganser irgendwas 2 Stunden lang gegen die NATO und gegen die CIA erzählt, also ich hätte nicht unter Brezhnev im Kommunismus leben wollen. Ich hätte lieber unter Reagan im Kapitalismus gelebt. Ja, ob ich nun Vasallenstaat bin oder nicht. Ja? Also das muss ich ganz einfach mal sagen. Das freiere Leben haben wir im Westen gehabt, ja. Und so einseitig und diese Schuldkult-Scheiße, die uns der Jepsen da ständig auftischt. Wir sind schuld, weil wir Güter exportieren und wir sind schuld, weil wir Afrika nicht helfen. Ey Leute, die Afrikaner haben sich von ein paar hundert Millionen oder 100 Millionen Anfang des 20. Jahrhunderts auf 1 Milliarde und so weiter erhöht, nur wegen der westlichen Zivilisation, der medizinischen besseren Versorgung und so weiter und so weiter. Ja? Wir schulden denen gar nichts. Und der Schuldkult, der uns da immer eingehämmert werden soll, gerade von diesen Linken, ja, sollen jetzt alle Flüchtlinge aufnehmen und so weiter. Das ist genau das, was Thomas C. Barnett will. Das ist genau das, was Soros will. Das ist genau das, was die Neoliberalen wollen. Was die Linken da machen, diese Ken Jebsens und so weiter, die erfüllen genau das. Diese ganzen linken Gutmenschen, die Skeptiker und so weiter, die erfüllen genau das, alle Leute reinlassen, was die NWO eigentlich haben will. Genau das machen die. Ich bin ja ein edler Linker, laut Hendra, ja. Also bin links geprägt, aber bin für die Linken ein Rechter und für die Rechten ein Linker. Und ich danke mich auch bei dir, weil du immer wieder mal gerne mich kritisierst und auf mich draufhaust. Doch ich weiß, dass du das... Ich lächle immer dabei. Genau, das weiß ich auch. Ich bin nicht von Natur aus bösartig, bin ich gar nicht. Da gibt es ganz andere Leute, über die wir uns schon unterhalten haben, auch aus Hannover gibt es da so ein paar Personen oder eine Person. Lehrte. Mein Vater ist aus dem Nachbardorf von Lehrte und die haben früher mal gesagt, Lehrte 3 Häuser, 40 Spitzbuben. Bis an Herrn Hüller.
Ja. Also, das ist ja auch so ein Punkt, ich mag diese Andeutung nicht. Dann reden zwei Leute über den Dritten und sagen den Namen nicht, verstehst du? Das ist alles feige. Dann sollen sie lieber einen schönen Witz machen, dann lachen sie einmal ab, dann sagen sie den Namen und alles ist gut, ja. Ja, aber ich würde nicht einmal über Leute reden, die nicht dabei sind, ja. Ach, weißt du, über mich reden sie auch dauernd. Der Janik, die haben sich das Ohr abgekaut über mich mit dem Boris Laugermann und mit dem Grave, weil ich ja die Alternativen so schlecht machen würde und den armen Nuno Wieso und so weiter. Die haben sich alle das Ohr abgekaut und haben das in ihren Kulturstudio-Sendungen da breitgetreten, wie böse der Fatalist wäre, ja. Ich habe das ja dann sogar irgendwann mitbekommen und habe das dann ja sogar in meinem eigenen Videokanal als kleinen Kontext da 3, 4 Minuten mal zusammengeschnitten. Ich lache aber dann drüber, weil wie gesagt, ich kann die Leute nicht ernst nehmen. Ja, es gibt schon gute Leute. Also ich schätze Falk Höfer für die Dokus, die er gemacht hat, unter falscher Flagge. Guter Einstiegspunkt. Die Leute sind aber 2014 hängen geblieben. Die Leute sind nicht 2017 angekommen. Wer mir erzählt, wählen ist schlecht und du hast deine Stimme abgegeben, die ist in der Urne und so weiter. Also was die AfD zurzeit in Deutschland anstellt, was die für Reden halten, weil jetzt gerade diese schöne Sache mit den Silvesterhorden, mit den Arabern und so weiter, wo sie jetzt ja alle angezeigt worden sind und gesperrt worden sind, die Beatrix von Storch und die Weide, ja besser geht's doch gar nicht, ja. Also wenn wir die nicht hätten, wäre es ja noch viel schlimmer, ja. Also der Ja. ORAK hat es schon richtig gepeilt. Der ORAK hat es richtig gepeilt und Hüller und Konsorten und Pop, Andreas Pop und wie sie ganzen Armleuchter heißen, die sind alle 2014 irgendwo hängen geblieben. Die sind alle von gestern, die kannst du alle abhaken. Ja. Die spielen keine Rolle, die sind nicht relevant. Relevant ist, wie erhalten wir die Völker Europas? Wie erhalten wir Europa als Heimat für unsere Kinder? Punkt. In unserer Kultur, wir haben ein Recht auf Heimat und die mit uns sind, die uns dabei helfen. Die sind unsere Verbündeten. Und die anderen, die uns erzählen wollen, dass das Wählen schlecht ist und eine Meinung haben schlecht ist und gegen Einwanderung sein schlecht ist, die können uns alle, die brauchen wir nicht, das sind die Feinde. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Und die Leute, die eben uns behindern wollen, die Leute, die uns lenken wollen, die Leute, die uns mit den Medien manipulieren, ja? Das ist ja nicht nur bei dem Terror so, das ist ja auch bei Russland, Putin, du kannst ja nehmen, was du willst, ja. Es wird ja alles schief dargestellt und verzerrt und die Massen werden gelenkt. Da kann man sich diesen Professor Mausfeld angucken auf YouTube, der hat ein paar ganz gute Vorträge. Wobei ich sagen Ja. muss, als die Ukraine-Krise, das war immer 17, ja, ich glaube, es war Juli 2015, das so hochgekocht ist, da haben die alternativen Medien noch gute Arbeit geleistet. Doch dann gab es irgendwann einen Bruch, ja, wo irgendwie jeder gegen jeden geschossen hat und der ist scheiße und der ist das und der ist böse und das ist ein linker Agent und das ist ein Gatekeeper und all die Scheiße. Ich verurteile all diese HO-Pappheimer, weil die leisten nichts. Ja? Die setzen sich in ein HO, quatschen blöd herum, aber leisten nichts. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Ja, Manuel, ich bin aber der Meinung, dass die auch nicht relevant sind. Guck dir mal die Zuschauerzahlen an, also 1000, 2000 Aufrufe. Und dann muss man, dann stell dir doch mal vor, wie heißt das, Prekariat sich diese Scheiße anguckt. Glaubst du, da keine normalen Menschen schauen sich diesen Müll an? Ja? Also wenn du dir anschaust, wenn du mal verfolgst, was da erzählt wird mit diesem Dennis Ingo Schulz und diesen ganzen Idioten, ja. Also die sind doch nicht relevant. Ja, über die kann man sich amüsieren. Das ist so, naja, gut, unfreiwillige Komik, ja. Aber die sind doch eigentlich nur peinlich. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du dir Name das wahrscheinlich in Deutschland irgendwelche Fernsehsendungen anguckst oder sowas, ja. Ist nicht relevant. Es spielt keine Rolle. Man muss auch ignorieren. Man muss die Leute auch ignorieren können. Und wenn die da eben ihre Langweiler-Talks da machen oder ihre rechtsradikalen Talks oder ihre sonst irgendwas, ja, lass sie machen. Wen juckt das? Ja, da hast du recht. Lieber Chris, ich bedanke mich, dass Ja. du dir die Zeit genommen hast. War mir ein Vergnügen. Ich werde dir noch ein paar brisante Akten zukommen lassen. Wir liegen das, also du kannst dir sogar den Blog aussuchen, wo wir es liegen sollen. Ja, das überlasse ich dann dir. Ich habe da noch Alles klar. einiges brisantes Material. Kein Thema. Man darf immer nicht vergessen, wir haben jetzt ja auch Leute gehabt, die uns was in Sachen mitgeteilt haben, die wir auch bloggen durften, wo es um diese alternative Cesca-Beschaffung und so weiter geht. Das sind Leute, die massivst unter Druck gesetzt worden sind von der Bundesanwaltschaft, vom BKA und so weiter. Und denen natürlich dann auch irgendwann klar geworden ist, wenn ich das
oder der Ralf Marschner, der V-Mann vom BFV und so weiter, ja. Wenn die mir Rede und Antwort stehen und wir das auf dem Blog haben und 20.000 Leute haben das gesehen, ja, dann sind die erstmal aus der Gefahr raus. Das ist doch klar. Ja, absolut. Lieber Chris, alles Liebe nach Kambodscha. Kein Thema. Alles Danke Liebe, dir. Viel Gesundheit und bis bald. Bis bald. Danke dir. Tschüssi. Ciao und meine Lieben, danke fürs Zuschauen und bis bald. Alles Liebe. Peace. Der Manu. Ciao.